Okay, dann machen wir jetzt mal Butter bei die Fische und wollen die DFB-Elf von Shkodran Mustafi haben. Also du bist jetzt Bundestrainer. Welche 11 Spieler würdest du jetzt mal standardmäßig aufstellen? Natürlich kann man den Gegner mal anpassen, aber was ist für dich die stärkste Mannschaft in der deutschen Nationalmannschaft? Also ich würde auf jeden Fall in einem, weil das ist ja auch etwas, was wir nicht so genau wissen, ob wir in einer Dreierkette oder einer Viererkette spielen. Wir haben ja alles so ein bisschen probiert. Ich würde auf jeden Fall in einem 4-2-3-1 spielen. Dadurch, dass Toni zurückkommt, gehe ich auch davon aus, dass du ihn einsetzen möchtest. Also würde ich mit Neuer im Tor anfangen, obwohl mir das auch sehr schwer fällt, weil ich finde, Marc-André ter Stegen auch genauso guten Torwart, der Mannschaft auch sehr viel geben kann. Aber ich glaube, dass Neuer eben da hinten nochmal eine andere Ausstrahlung hat und dir das in so einem Turnier sehr gut tut. Dann würde ich mit Rüdiger und Tah auch in der Innenverteidigung spielen, weil das für mich die zwei Innenverteidiger sind, die am konstantesten performt haben jetzt im letzten Jahr. Kimmich auf rechts, weil ich ihn schon immer als Außenverteidiger gesehen habe. Auf der linken Position habe ich mich für Henrichs entschieden, weil ich glaube, dass er über die Saison weg auch konstant Leistung gebracht hat, sowohl in der Bundesliga als auch auf europäischem Boden. Wie gesagt, Groß und Andrich würde ich auf der Sechserposition aufstellen. Davor schwierig. Davor würde ich höchstwahrscheinlich einen Florian Wirtz aufstellen, weil ich denke, dass er im Moment der Spieler ist, der ja nach vorne einfach mega viel Spaß macht, ihm zuzuschauen, mit welcher Spielintelligenz er das Spiel nach vorne treibt. Rechts würde ich mit Sané spielen, links mit Musiala und vorne mit Kai Havertz. Oh, das ist mal was Neues nach den ganzen Undav- und Füllkrugsaufstellungen. Kai Havertz vorne drin. Wie kommst du auf ihn? Warum gefällt er dir vorne in der Spitze? Also ich bin kein großer Fan von einem Stürmer, der nur auf seiner Position bleibt. Ich glaube, wir sehen das in der Bundesliga, gerade mit Harry Kane, einen flexiblen Stürmer zu haben, der sich auch in den Zwischenräumen bewegt, der das Spiel lesen kann, der genau weiß, wo er eine Überzahl erstellen kann, weil es ist eben einfacher, sage ich mal, als Abwehrspieler gegen einen Stürmer zu spielen, der sich nur in einer bestimmten Zone wohlfühlt, als gegen einen Spieler zu spielen, der überall auf dem Platz sein kann und dir Schwierigkeiten bereiten kann. Und ich glaube, dass Havertz eben gerade auch bei Arsenal das super macht, dass er sich das ein oder andere Mal fallen lässt, mal auf die Außen geht und Überzahl schafft. Also ich glaube, das könnte dem Offensivspiel der Nationalmannschaft sehr, sehr gut tun, da ein bisschen kreativ zu sein. Und mit Musiala und Wirtz hast du auch zwei Spieler, die da auch rotieren können. Leroy ist schon eher einer, den ich eher so sehe, dass er von außen gerne in die Mitte zieht auf seinen starken linken Fuß. Also würde ich sagen, hat man da vorne dann halt einfach sehr, sehr viel Flexibilität und kann dadurch auch im Spiel, wenn irgendwie mal was sein sollte, dann finde ich auch ganz gut umstellen. Bei dir würde auf jeden Fall Kapitän Ilkay Gündogan erstmal auf der Bank Platz nehmen. Und du hast gerade eben gesagt bei Joshua Kimmich, du hast immer schon gesagt, der müsste eigentlich hinten rechts spielen. War das immer so bei ihm, dass er ein Problem damit hat, da zu spielen? Muss man ihn wirklich überreden und zwingen? Du machst heute hinten rechts, war das so? Also das habe ich jetzt so nicht mitbekommen, in der Zeit, wo wir zusammengespielt haben, dass da jetzt irgendwie jemand ihn überreden musste. Also das ist eine persönliche Meinung von mir. Ich finde, er ist ein spielstarker Spieler und gerade in der heutigen Zeit, wo man auch Trainer hat, die sehr flexibel spielen, die aus einer Viererkette dann im Spiel aber eine Dreierkette machen, wo der Außenverteidiger plötzlich zum Sechser wird. Und ich finde, er bringt alle diese Kriterien mit als Rechtsaußenverteidiger, um für einen Trainer da zu sein, sowohl als Außenverteidiger als aber auch dann, wenn man flexibler sein will, dann ihn auf die Position 6 zu holen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, mit Groß und Gündogan auf der 6 zu spielen. Dann hast du halt keinen richtigen Abräumer. Deswegen habe ich mich in erster Linie für Andrich entschieden.
Aber wenn man dann eben Ilkay nach vorne schieben würde, neben Wirtz oder vielleicht knapp hinter Wirtz, könnte man Kimmich dann auch auf die 6 tun und hat dann eine Dreierkette und zwei davor. Also ich glaube, dass mit so einem Außenverteidiger hast du als Trainer dann sehr viele Möglichkeiten, im Spiel zu reagieren. Und deswegen finde ich es ja für mich ganz klar ein Außenverteidiger.